herzlich willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo hier beim Metalizer. In diesem Video stelle ich euch die Demo von Mythbusters The Game vor. Crazy Experiment Simulator. Ja, wir schauen direkt rein. Was kann man machen? Es ist eine Mischung aus Rätselspiel. Man kann ein bisschen was craften. Und am Ende steht natürlich auch das Experiment selbst im Vordergrund. Also schauen wir direkt rein. Viel Spaß, wenn es euch gefällt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal sehr gerne. Zu Beginn eines jeden Experiments wählen wir unseren Darsteller aus. Diese haben spezielle Eigenschaften und Fähigkeiten. Wir sehen dann halt eben auch, was wir machen müssen, also wohin das Experiment laufen soll, und bekommen Infos, was wir machen müssen. Entsprechend wählen wir unseren Myth aus. Im Anschluss geht es dann zum Research Table. Hier lösen wir kleine Rätsel, um eine Blaupause vom Experiment anzufertigen und um halt eben zu schauen, was wir denn so alles an Material und Vorbereitung benötigen. Bei jedem Rätsel erhalten wir Infos über die Aufgabe und können bei Bedarf auch Hinweise dazu schalten. Die Rätsel in der Demo waren Physik, Mathematik und Logikrätsel. In der Vollversion darf man sicher noch wesentlich mehr Rätsel erwarten. Nachdem die Blaupause erfolgreich gelöst wurde, wird das Material eingekauft und die letzten Vorbereitungen für den Test getroffen. Hier ist es so, dass wir uns in der Lagerhalle frei bewegen können und die entsprechenden Gegenstände einfach vom Tisch kaufen können. Im Anschluss daran müssen wir dann noch am Crafting Table kleinere Aufgaben lösen, dazu aber gleich mehr. An der kleinen Werkbank treffen wir die Vorbereitungen für unseren Sprengtest. Mit verschiedenen Werkzeugen lösen wir die Teile, fügen neue hinzu oder verändern das Ausgangsmaterial. Dabei können wir uns mit der Kamera frei bewegen, ran- und rauszoomen. Also das ist schon sehr, sehr gut gelöst. Auch bei der Vorbereitung unseres Dummies für den Sprengtest gibt es eine Art Minigame. Und zwar müssen wir das Holz hier schneiden. In dem Fall muss man im richtigen Moment die linke Maustaste drücken, um eben die perfekten Bretter zu schneiden, beziehungsweise ja, das, was wir nachher für unseren Dummy brauchen. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit Balken. Und ja, es sieht einfacher aus, als es ist. Also man braucht schon ein bisschen Fingerspitzengefühl und muss ungefähr abschätzen können, wann denn die Säge zu betätigen ist. Ob es Abzüge für Fusch gibt, konnte ich in der Demo leider nicht herausfinden. Allerdings gehe ich davon aus, dass es weniger Erfahrungspunkte und Geld gibt, wenn man nicht sauber arbeitet. Ja, hier im Anschluss bereiten wir unseren Dummy für seinen großen Tag vor. Wir verbinden die Holzelemente und basteln unseren eigenen Jimmy zusammen. Dieser wird im Anschluss auf den Van verladen und zum Springplatz gefahren. Ja, und hier können wir noch auswählen, was denn auf der linken und rechten Seite aber winken soll zum Beispiel. Haben wir natürlich gemacht. Unser Jimmy soll natürlich winken. Und in der anderen Hand, also die andere Hand, hat er lässig in der Hosentasche. Das Ganze nageln wir auch zusammen. Und dann geht es auch jetzt schon direkt zum Sprengplatz. Ja, wie bereits erwähnt, verladen wir Jimmy jetzt hier in den Van. Da gab es am Anfang noch so ein bisschen, er hat noch ein bisschen getanzt. Also er wollte noch ein bisschen Party machen. Und wir können dann auswählen, wo wir hinfahren möchten. Und bei Mythbusters The Game wird es einige Locations geben, wie hier zu sehen ist. Wir haben zum Beispiel den Rocket Testing Ground. Dann gibt es halt so einen Hinterhof, einen Airstrip, um halt irgendwelche Hochgeschwindigkeitstests zu machen. Und ja, dann halt eben dort, wo wir hinwollen, und zwar die Shooting Range. Um das Experiment durchzuführen, bereiten wir auf dem Sprengplatz alles vor. Die Granate wird in Position gebracht und entsprechend verkabelt. Wie es sich für einen echten Mythbuster gehört, ist natürlich alles mit Kameras versehen und wir haben hier eine dicke Plexiglaswand, die uns Schutz gewährt. Dann denkt man natürlich so, ja okay, dann drücken wir mal den Button, um die Granate explodieren zu lassen. Gedacht so, ja, 3, 2, 1, nichts passiert. Okay, war nur ein erster Test, muss man dazu sagen. Und jetzt kam endlich
endlich Jimmys großer Tag. Er winkt uns auch schon fleißig zu. Und hier ging es dann wirklich am Ende darum, ihn in die richtige Position zu bringen, nämlich direkt neben der Granate. Und weil Requisiten natürlich ein bisschen teurer sind und Jimmy, wir auch auf die Gesundheit von Jimmy achten wollen, haben wir ihm mal so ein kleines Metallcover dahingestellt, um ihn zusätzlich zu schützen. Gleichzeitig aber auch noch ein Fass auf die Granate raufgestellt, um die Feuerkraft der Granate so ein bisschen zu unterdrücken. Also wir haben alles daran gesetzt, dass Jimmy das Ganze hier wirklich heil übersteht und konnten dann endlich die Sprengung durchführen. Und zwar in 3, 2, 1. Na? Ah. Ein bisschen verzögert. Kann bei den Missnachtbastern ja mal passieren. Genau, das Experiment war dann abgeschlossen. Jimmy stand auch noch, hat noch fleißig gewunken. Das Fass sah nicht mehr ganz so gesund aus, um ehrlich zu sein. Aber die Metallwand hat es dann geschützt. Wenn ein Experiment erfolgreich abgeschlossen wurde, können wir Karten erhalten. Und zwar zum einen Tools Up, in dem Fall Skillful, und ist es plausibel oder nicht. Diese Karten können wir dann im späteren Verlauf auch in der Sendung einsetzen. Ja, und wo wir gerade von der Sendung sprechen, was wären die Mythbusters ohne eine eigene Episode? Wenn wir zurück im Studio sind, können wir uns die eigene Episode zusammenbasteln. Jede dieser Karten hat eine bestimmte Airtime und um die Sendung besonders beliebt bei den Zuschauern zu machen, müssen wir nach Möglichkeit richtig coole Karten zusammenstellen für die Airtime. Eine Sendung darf so zwischen 55 Minuten und einer Stunde lang sein, muss man ein bisschen drauf gucken. Aber am Ende sollte man das ganz gut hinbekommen. Man kann die Karten dann einfach per Drag and Drop an die entsprechende Stelle ziehen. Leider gab es in der Demo nicht die Möglichkeit, sich die finale Episode anzuschauen oder zumindest Highlights daraus anzusehen. Vielleicht wird das auch noch im finalen Game kommen. Soweit erstmal das Vorstellungsvideo zu Mythbusters The Game hier beim Metalizer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Habt ihr Bock auf das Spiel? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert sehr gerne den Kanal. Ich bin auf eure Meinung gespannt zum Mythbusters Game. Ihr findet das Ganze auf Steam. Link natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.